Und jetzt sehen wir, wie in Moldawien Frauen, Männer und Kinder zu Arbeitssklaven erniedrigt werden. Junge Frauen, die zur Prostitution gezwungen werden, in der Türkei, in Dubai, in Paris oder Amsterdam, woher kommen diese jungen Frauen? Und die Männer, denen die Papiere abgenommen wurden und die für einen Hungerlohn arbeiten müssen oder gar kein Geld bekommen? Woher kommen die Kinder, die von kriminellen Organisationen gezwungen werden, in den Straßen von Moskau zu betteln? Viele dieser Menschen, die in die Fänge der Menschenhändler gelangt sind, kommen aus Moldawien, eine ehemalige Sowjetrepublik, ein unbekanntes Land, obwohl es unweit der EU-Grenzen liegt. Eine moldawische Legende besagt, Moldawien sei das Paradies auf Erden. Gott habe den Moldawen ein Stück des Garten Eden abgegeben. Die Sowjets haben daraus das gelobte Land ihres Regimes gemacht. Moldawien wurde zum Weinberg und Gemüsegarten der UdSSR. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat sich das Paradies in eine Hölle verwandelt. Moldawien ist heute das ärmste Land Europas und verliert immer mehr seiner Einwohner. Der durchschnittliche Monatsverdienst in Moldawien liegt bei 150 Euro. Von den 4 Millionen Einwohnern sollen schon 700.000 das Land verlassen haben. Neben den leerstehenden Wohnungen sieht man in diesem Dorf auch neue Häuser, gebaut von Auswanderern, die es geschafft haben, irgendwo anders ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Doch auf den Straßen trifft man nur Kinder und Alte. Wie viele Opfer der Menschenhandel wirklich fordert, kann keiner sagen. Aber in Moldawien weiß man, einige von denen, die das Land verlassen, sind auf dem Weg in die Hölle. Sicher gibt es Fälle von Menschenhandel. Aber ich kann Ihnen nichts Konkretes sagen. Das wirft ein schlechtes Bild auf unser Land. Wir versuchen damit umzugehen. Denn so etwas gibt es tatsächlich. Chișinău, die Hauptstadt Moldawiens. Das Stadtbild prägen postsowjetische Sozialbauten, die Villen der neuen Reichen und unzählige Reisebüros. Anlaufstelle für alle, die das Land verlassen wollen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist der Menschenhandel in der ehemaligen Sowjetrepublik sprunghaft angestiegen. Und die Plakate in der Stadt zeigen, dass das Problem noch immer aktuell ist. 80% der Opfer des Menschenhandels werden von ihren Familien verstoßen, steht zum Beispiel auf diesem Plakat. Stella Rutaru arbeitet für die Internationale Organisation für Migration. Die IOM kontrolliert die Migrationsströme und führt Hilfsprogramme für Migranten durch. Stella, 26, ist für die Rückführung der Opfer von Menschenhändlern in ihr Heimatland verantwortlich. Sie fährt oft im Flughafen, um diejenigen abzuholen, denen sie geholfen hat, zurückzukommen. Heute Morgen wird Stella eine junge Frau empfangen, die in Serbien zur Prostitution gezwungen wurde. Im Flughafen dürfen wir nicht filmen. Stella weiß nicht, in welcher Verfassung sie die junge Frau vorfinden wird. Nach einer Viertelstunde sehen wir, wie die junge Frau in einen Wagen der Zivilstreife steigt. Sie wirkt wie eine ganz normale Reisende. Es ging alles sehr schnell und das ist gut so, denn die junge Frau wirkte auf mich sehr gestresst. Sie war 4 Jahre lang nicht in ihrem Heimatland. Sie hatte sogar Schwierigkeiten, ihre Muttersprache zu sprechen. 4 Jahre? Ja, darunter hat auch ihre Sprache gelitten. Sie hatte Schwierigkeiten, sich mit mir zu unterhalten. Die Büros der IOM, inmitten zerfallener Häuser. Von hier aus ist Stella regelmäßig in Kontakt mit den Kollegen im Ausland, mit der Polizei in der Türkei, in Russland, mit Hilfsorganisationen in Israel, Dubai und vielen anderen Ländern.
Seit dem Jahr 2001 konnte die IOM 2000 Menschen zur Rückkehr verhelfen. Es gibt unzählige traurige Geschichten wie diese, bei der ich jedes Mal Gänsehaut bekomme, wenn ich sie erzähle. Es geht um ein Mädchen, das von Menschenhändlern nach Moskau verschleppt wurde. Das Mädchen war noch minderjährig. Es ist eine sehr traurige Geschichte, denn die Mutter hatte das Kind gleich nach der Geburt weggegeben. Es ist bei der Großmutter aufgewachsen. In Moskau passiert es oft, dass Mädchen von einem Kunden geholt und zum Beispiel auf eine Baustelle gebracht werden. So auch dieses Mädchen, das noch sehr jung war. Auf der Baustelle wurde es tagelang von mehreren Männern vergewaltigt. Einer der Männer hatte dann Mitleid mit dem Mädchen. Er hatte eine Tochter im gleichen Alter. Er gab ihr ein wenig Geld. Und das Mädchen, dem es in seiner Kindheit ja an allem gefehlt hat, kaufte sich von diesem Geld ein Märchenbuch, ein paar Bonbons und eine Flasche Limonade. Die meisten Opfer aus Moldawien kommen aus entlegenen Dörfern. Dort geht es den Menschen schlecht, kaum jemand hat fließend Wasser und Strom ist ein Luxus. Wir fahren in den Norden des Landes. Zu Sowjetzeiten war hier eine blühende Kolchose. Heute weiß man, dass viele Menschen aus dieser Gegend zur Zwangsarbeit nach Russland verschleppt wurden. Lucia ist im Dorf als Sozialarbeiterin tätig. Sie hilft den Opfern des Menschenhandels. Ihr Lohn beträgt umgerechnet 50 Euro pro Monat. Lucia arbeitet oft mit diesen beiden jungen Frauen von der humanitären Hilfsorganisation Ärzte der Welt zusammen. Gemeinsam konnten sie schon vielen Menschen, die in Russland ausgebeutet wurden, Opfer des modernen Sklavenhandels, helfen. Wir treffen eine Familie des Dorfes. Die älteste Tochter, nennen wir sie Irina, ist 23. Ein Opfer der Zwangsarbeit. Der Vater ist vor einigen Jahren gestorben. Er war alkoholabhängig und gewalttätig. Die Familie ist arm. Die Kinder hatten keine andere Wahl, als Arbeit im Ausland zu suchen. Ein Mann aus der Gegend hat Irina angeheuert und nach Russland gebracht. Dort hat man ihr ihre Papiere weggenommen und sie zur Arbeit gezwungen. Ohne Lohn. Was hast du in Russland gemacht? Gearbeitet. Auf den Rübenfeldern? Ja. Wie waren die Arbeitszeiten? Wir haben ständig gearbeitet. Den ganzen Tag? Von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Wir haben den ganzen Tag auf den Feldern gearbeitet. Es hörte nie auf. Wie viele Leute wart ihr? Etwa 50. Und wo habt ihr gewohnt? Wir wohnten auf einem großen Anwesen, so ähnlich wie eine Kolchose. Dort gab es immerhin Betten mit Laken. Auf dem Feld hat man sie beschimpft und geschlagen. Man hat ihr sogar den Kopf kahl geschoren. Wer hat das getan? Diejenigen, bei denen sie gearbeitet hat. Die Besitzer? Ja. Und ihr hattet kein Geld, um zu Hause anzurufen? Das kostete 300 Rubel. Und die hattet ihr nicht? Nein. Ich konnte meine Mutter 3 Monate lang nicht anrufen. Haben Sie das nicht der Polizei gemeldet? Nein. Über das alles wurde geschwiegen. Wir haben nichts gesagt und die, die die Leute von ihr wegholen, sagen auch nichts. Was bringt es, darüber zu reden? Zur Polizei zu gehen bringt nichts. Die Polizei will Geld. Wenn man kein Geld hat, lassen sie die Angelegenheit im Sande verlaufen. Es hat keinen Sinn. Bevor wir gehen, spricht die Sozialarbeiterin leise mit Irina. Es geht um die Pille und offensichtlich um gynäkologische Probleme. Können Sie uns etwas über die gesundheitlichen Probleme von Irina sagen? Die hat sie doch, seit sie aus Russland zurück ist. I love you.
Wir erfahren mehr über Irinas Leidensweg. Sie hatte versucht, aus Russland zu fliehen. Sie wurde wieder aufgegriffen und in einem Keller eingesperrt. Dort wurde sie mehrere Monate lang immer wieder vergewaltigt. Sie wurde von Männern vergewaltigt, die selbst Opfer der Zwangsarbeit in Russland waren. Sie wurde von mehreren Männern vergewaltigt, auf unterschiedliche Art und Weise. Sie konnte ihnen nichts darüber sagen, weil ihre Mutter dabei war. Vor ihrer Mutter ist es für sie noch schwerer, über diesen sexuellen Missbrauch zu reden. Schließlich gelang es Irina zu fliehen. Sie verbrachte 2 Monate auf einem russischen Polizeiposten, bevor sie nach Hause, nach Moldawien zurückkehren konnte. Die Schlepper, die sie nach Russland gebracht haben, leben noch immer in Freiheit. Es soll ein Paar sein, das hier im Nachbardorf wohnt. Können wir zu Ihnen gehen? Wir waren noch nicht bei Ihnen. Sie sind im Moment nicht da. Sie sind in Russland, wo sie weitere Menschen ausbeuten. Vor kurzem gab es einen Vorfall mit einer Familie, die von den gleichen Leuten aus dem Nachbardorf angeheuert worden war. Die Frau der Familie wollte sie bei der Polizei anzeigen. Kurz darauf wurde sie entführt und geschlagen. Und man hat sie gezwungen, ihre Anzeige zurückzuziehen. Die arme Frau war völlig verängstigt. Es herrscht das Gesetz des Schweigens. Und laut den Sozialarbeiterinnen gehören die Schleuser einem mächtigen kriminellen Netz an. Wir befragen, mit versteckter Kamera, den Polizisten, der einmal pro Woche Kontrollgänge im Dorf durchführt. Er tut, als wisse er von nichts. Im Moment gibt es in der Gegend keinen Fall von Menschenhandel. Zumindest nichts, was eine polizeiliche Untersuchung rechtfertigen würde. Manchmal kommt es vor, dass jemand Anzeige erstattet und dann, ich weiß nicht warum, wird die Anzeige wieder zurückgezogen. Die Leute ziehen ihre Anzeige wieder zurück. Sie tun das freiwillig. Sind Sie sicher, dass es in Ihrer Gegend keine Leute gibt, die Menschen von hier anheuern und zur Zwangsarbeit nach Russland schicken? Ja, natürlich, das gibt es. So, das gibt es also? Nein, das gibt es nicht bei uns. Ich wollte sagen, ja sicher, es gibt solche Gerüchte. Es heißt, es gäbe jemanden im Nachbardorf, der Leute aus unserem Dorf anheuern würde. Aber solange ich mit niemandem gesprochen habe, der davon wirklich betroffen ist, kann ich nicht sagen, ob es diese Art von Handel tatsächlich gibt. Doch, letztes Jahr hat es tatsächlich so einen Fall gegeben. Wir haben den Schleuser in unsere Datei aufgenommen und eine Fahndung ausgeschrieben. Er hieß Pablo Alexandru und hat Männer von hier nach Russland gebracht. Dort wurden sie ausgebeutet. Sie wurden geschlagen und für ihre Arbeit nicht bezahlt. Ja, es gibt Leute, die so etwas tun. Wir haben sein Foto noch immer an der Informationstafel ausgehängt. Das Foto des Schleusers Pablo Alexandru hängt tatsächlich seit einem Jahr an der Informationstafel des Rathauses, damit alle sehen, dass die Polizei ihre Arbeit gut macht. Zurück zu Stella Rotaru, ins Zentrum für die Opfer des Menschenhandels in Chișinău. Dieses Zentrum ist das einzige in Moldawien. Es wurde von der Internationalen Organisation für Migration gegründet. Seit einigen Monaten beteiligt sich das Ministerium für Soziale Sicherheit an der Finanzierung. Das Zentrum ist auch Anlaufstelle für Menschen, die als potenzielle Opfer gelten können. Gemeinsam mit Stella treffen wir eine junge Frau, die vor einem Jahr aus der Türkei in ihr Heimatland zurückgeholt werden konnte. Ludmilas Familie ist arm. Ihr Vater hat sie geschlagen. Als eine Freundin ihr einen Job als Kellnerin in Istanbul anbot, hat sie sofort Ja gesagt. Aber sie landete in einem zwielichtigen Hotel und wurde an 4 verschiedene Zuhälter verkauft. Und die Kunden, waren die auch gewalttätig oder haben die sich korrekt verhalten? Durftest du wenigstens Kondome benutzen? Wie viele Kunden hattest du pro Tag?
18. Wie war es, als du nach Hause zurückkamst? Wie hast du dich gefühlt? Hast du Albträume? Lilia ist die Psychologin des Beratungszentrums. Wenn die Opfer nicht mehr in der Lage sind, über ihr Leid zu sprechen, lässt Lilia sie malen. Dieses Bild zum Beispiel hat ein Mädchen gemalt, deren Mutter 3 Jahre lang in den Fängen der Zwangsprostitution war. Auf diesem Bild sieht sich eine junge Frau, die in die Türkei verschleppt worden war, als Meerjungfrau am Ufer eines dunklen Meeres. Gibt es Opfer, die sich von ihrem Trauma nie wieder erholen? Es gibt Personen, die danach an einer schweren Schizophrenie leiden, deren Nervensystem völlig aus den Fugen gerät. Ich denke zum Beispiel an eine junge Frau, die vor 7 Jahren aus Italien zurückgeholt wurde. Sie lebt heute in einem Heim für geistig Behinderte. Ihr psychischer Zustand ist so schlecht, dass sie nicht bei ihrer Familie leben kann. Man hat sie in einem öffentlichen Park gefunden. Sie war schwer misshandelt worden. Mehrere Objekte wie Flaschenhälse waren in ihre Scheide eingeführt worden. Wirklich ein extrem schlimmer Fall. Gemeinsam mit Stella besuchen wir ein Ausbildungszentrum. Massagekurse, Friseurkurse, Maniküre. 2 ehemalige Opfer von Menschenhändlern sind momentan hier in der Ausbildung. Aber keiner weiß von ihrer Vergangenheit. Damit soll den Opfern die Wiedereingliederung erleichtert werden. Sie ist unabdingbar, um zu verhindern, dass die ehemaligen Opfer nicht wieder dem alten Teufelskreis verfallen. Und doch passiert es immer wieder, dass Menschen mehrere Male in die Falle der Menschenhändler gehen, denn deren Netzwerke entwickeln sich ständig weiter. Die Zielorte ändern sich. Vor 2004 war es vor allem der Balkan. Heute ist es die Türkei, gefolgt von Russland und den Arabischen Emiraten. Auch die Taktik ändert sich. Früher wurde viel Gewalt angewandt, heute werden die Menschen eher überlistet. Die Menschenhändler und Zuhälter sehen, dass die internationalen Organisationen, die Regierungen und Hilfsorganisationen den Menschenhandel bekämpfen. Deswegen ändern sie regelmäßig ihre Methoden. Sie passen sich an und bieten den Mädchen zum Beispiel bessere Bedingungen. Sie geben ihnen ein bisschen Geld, das sie an die Familie schicken können. Sie lassen sie nach Hause telefonieren, kaufen ihnen ein paar Kleider und etwas zu essen. Sie verschönern das Ganze und verdecken damit die wahren Umstände. Bis zum Jahr 2004 waren auch die Zeiträume länger. Die Mädchen wurden 1 oder 2 Jahre lang ausgebeutet, vor allem in den Ländern des Balkans. Heute werden sie oft nach 6 Monaten oder weniger wieder nach Hause geschickt. Viele Menschen in Moldawien, die in die Fänge der Menschenhändler gelangt sind, schämen sich, darüber zu reden. Die Mentalität ändert sich nur langsam in dieser postsowjetischen Gesellschaft. Der Begriff des Menschenhandels ist noch nicht im Sprachgebrauch verankert. Die moldawische Gesetzgebung entspricht seit 2005 den internationalen Protokollen. Die Anwerbung einer Person mit dem Ziel, sie zu verkaufen und auszubeuten, wird mit Strafe geahndet. Das Gesetz verbietet die Androhung oder Anwendung von Gewalt oder anderer Formen des Zwanges, wie Täuschung, Missbrauch einer Position, der Autorität oder einer Situation der Verletzlichkeit. Das Gesetz existiert, aber an seiner Anwendung hapert es noch. Deswegen zögern auch diese beiden jungen Frauen, Anzeige zu erstatten. Sie wenden sich an Jon Vistoga,
Anwalt für Opfer des Menschenhandels. Er hat die einzige Hilfsorganisation für die juristische Unterstützung der Opfer gegründet. Die junge Frau, die er befragt, wurde in die Türkei verkauft. Von ihrem eigenen Ehemann. Wie viele Frauen hat er in die Türkei vermittelt, außer dir, seiner Ehefrau? Viele. Viele Mädchen und Frauen? Ja. Kennst du Mädchen, die heute in der gleichen Situation sind wie du? Einige von ihnen sind verschwunden. Ja, ich weiß, einige sind verschwunden. Gut, die Lage ist klar. Dein eigener Ehemann hat dich ins Ausland verkauft. Er hat dich nur geheiratet, um dich wegzubringen. Er hat dich regelrecht verkauft. Hast du nachgeprüft, ob er noch weitere Mädchen in Moldawien geheiratet hat? Nein. Vielleicht hat er ja mehrere Mädchen geheiratet, so wie dich. Das ist eine Methode der Anwerbung. Es gibt eine Gegend, in der wir mehrere solcher Fälle hatten. Junge, nett wirkende Männer mit Geld, einem Auto und einer schönen Wohnung in Chișinău haben sich an mehrere junge Frauen herangemacht und haben sie verwöhnt, bis sich diese in sie verliebt haben. Dann haben sie sie zu einer Urlaubsreise in die Türkei eingeladen oder zu einer Stadtbesichtigung nach Moskau. Sie haben das Ganze als gemeinsame Urlaubsreise getarnt, um die Frauen dann vor Ort an Zuhälter zu verkaufen. Das ist eine der Methoden. Eines der größten Probleme besteht darin, dass der Menschenhandel in vielen Fällen als Zuhälterei qualifiziert wird. Laut moldawischem Gesetz gelten die jungen Frauen dann nicht mehr als Opfer, sondern als Prostituierte und sie riskieren auch noch eine hohe Strafe. Viele Fälle werden außerdem unter Mithilfe der Polizei unter den Teppich gekehrt. Es kommt auch vor, dass die Polizei die Opfer zwingt, ihre Aussagen zu ändern. Erst vor kurzem hatten wir den Fall einer jungen Frau, die gegen einen Menschenhändler Anzeige erstattet hatte. Dieser ging zur Polizei und hat sich mit den Polizisten irgendwie arrangiert. Die Polizei hat die Frau daraufhin gezwungen, ihre Aussage abzuändern. Der Staatsanwalt hat die Anzeige dann für ungültig erklärt. Das ging sogar so weit, dass die junge Frau von der Justiz der Verleumdung beschuldigt wurde. Immer wieder sieht man in Moldawien Kampagnen gegen die Korruption, teilweise finanziert von USAID, der amerikanischen Behörde für Entwicklungszusammenarbeit. Nicht nur die kleinen Beamten bereichern sich an der Korruption. Luxusvillen und teure Mercedes sind in der Hauptstadt dieses armen Landes keine Seltenheit. Erst vor kurzem wurde ein schwerer Fall von Korruption im Zentrum gegen Menschenhandel, das mit US-amerikanischem Geld aufgebaut wurde, bekannt. Der ehemalige Direktor, Jon Bejan, wurde angeklagt, einen bedeutenden Menschenhändler protegiert zu haben. Der Fall war schon zu den Akten gelegt worden. Nach Veröffentlichung des Jahresberichtes des US-Außenministeriums zum weltweiten Menschenhandel wurde er wieder aufgenommen. Im Juni 2008 rangierte Moldawien auf der schwarzen Liste des Menschenhandels ganz oben. Die Länder, die dort aufgeführt werden, riskieren, dass ihnen finanzielle Hilfen entzogen werden. Der Bericht erläutert, dass die moldawische Regierung keinen der Komplizenschaft im Menschenhandel verdächtigen Beamten verfolgt oder bestraft hat. Daraufhin wurde der Fall Jon Bejan wieder aufgenommen. In der Regel landen nur die kleinen Schleuser, die Zuarbeiter auf der Anklagebank. Die Fälle, in denen die Drahtzieher, die großen Zuhälter und Menschenhändler verurteilt wurden, lassen sich an einer Hand abzählen. Deswegen ist es wichtig, dass die internationale Gemeinschaft und die internationale Presse sich mehr mit diesem Thema beschäftigen. Nur so kann sich etwas ändern. Dann erst wird man in Moldawien aktiv werden. Es muss Druck geben, damit sich etwas tut. Im Kampf gegen den Menschenhandel bekommt Moldawien finanzielle Unterstützung, in erster Linie von den USA. Im Gegenzug muss die moldawische Regierung Ergebnisse vorweisen. Um die Statistik nach oben zu treiben, wurden in der vergangenen Zeit zunehmend Schleuser, alles kleine Fische, inhaftiert. 60% der wegen Menschenhandels inhaftierten Personen sind übrigens Frauen. Hier im Gefängnis Ruzhka, das ausschließlich mit ausländischen Mitteln finanziert wird, sitzen die meisten dieser Verbrecherinnen, die die moldawische Justiz gerne vorführt.
Doch der Begriff schuldig scheint hier oft fragwürdig. Viele dieser Frauen sind ehemalige Opfer. Ich heiße Antonina. Ich bin 21 Jahre alt. Ich wurde verurteilt wegen Verstoßes gegen Artikel 165 des Strafgesetzbuches über den Handel mit Menschen ins Ausland. Ich wurde zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt. Ich habe ein kleines Kind. Als ich verhaftet wurde, war es 3 Monate alt. Bald wird es 1 Jahr. Der Weg in die Hölle beginnt für Antonina im Alter von 18 Jahren, als sie beschließt, Moldawien zu verlassen, auf der Suche nach einem besseren Leben. Eine Frau bietet ihr einen Job als Kellnerin in Dubai an. Gleich nach ihrer Ankunft nimmt man ihr den Pass ab und schließt sie in einer Wohnung ein. Und man verlangt von ihr, die Reisekosten zu erstatten. Etwa 10.000 Dollar. Ich wurde zur Prostitution gezwungen. Sie brachten jeden Tag Männer in meine Kammer, mit denen ich Sex haben musste. Der Besitzer der Wohnung, der uns bewachte, nahm das ganze Geld an sich. Nach 6 Monaten gaben sie mir meinen Pass zurück und 2000 Dollar. Dann setzten sie mich in ein Taxi und schickten mich wieder nach Hause. Und Sie haben niemandem etwas davon erzählt? Auch nicht Ihrer Familie? Ich konnte Ihnen nichts sagen. Ich hätte meiner Mutter nicht mehr in die Augen sehen können. Es ist so schon schwer genug für mich. Aber ich bin nicht wegen der Vorkommnisse in Dubai hier. Als ich damals nach Moldawien zurückgekehrt bin, wollte ich mein Land nie mehr verlassen. Dann habe ich einen jungen, ganz normalen Mann kennengelernt. Er war Türke und hieß Serdjuk. Wir mochten uns und er hat mir gesagt, ich solle zu ihm in die Türkei kommen. Ich war so glücklich und dachte mir, endlich geht es mir gut und ich werde ein gutes Leben im Ausland haben. Aber dem war leider nicht so. Antonina sollte damals nicht alleine reisen. Ihre beste Freundin hatte sie gebeten, mitzudürfen. Erstaunlicherweise war der türkische Freund gleich bereit, die Flugtickets der beiden Mädchen zu bezahlen. Am Flughafen von Chisinau wurden sie von der Polizei festgenommen. Sie haben mich gefragt, wohin ich wolle. Zu meinem Freund habe ich gesagt. Meine Freundin haben sie das Gleiche gefragt. Sie hat geantwortet, sie würde mich begleiten. Dann kam meine Freundin in ein Zimmer und ich in ein anderes. Ich hörte sie weinen. Sie sagt mir, ich würde ins Gefängnis kommen. Ich verstand nicht, warum. Danach brachten sie uns auf den Polizeiposten am Flughafen. Dort haben sie mich noch einmal gefragt, wohin ich wolle, zu wem, was ich dort vorhabe. Währenddessen hat mich mein türkischer Freund auf dem Mobiltelefon angerufen. Ich habe ihm erzählt, dass die Polizei mich festhielt und mir vorwarf, ich wolle Mädchen ins Ausland verkaufen. Er antwortete mir, das glaube ich dir nicht. Du hast nur mein Geld genommen und jetzt lässt du mich sitzen. Dann hat er aufgelegt. Als wichtigstes Beweismittel wird in der Anklage die Aussage der Freundin genannt, wonach Antonina sie mit in die Türkei nehmen wollte, damit sie sich dort prostituiere. Die Identität des türkischen Freundes wurde von der Polizei nie geklärt. Und Antoninas Leidensweg in Dubai wird überhaupt nicht erwähnt. Alles in allem sind die Beweise der 15-seitigen Akte sehr dünn für eine 7-jährige Haftstrafe. Antonina erläutert uns ihre Sicht. Ich habe meine Freundin gefragt, warum hast du das behauptet? Ich habe dich doch nicht gezwungen, mit mir zu kommen. Sie sagte, die Polizisten hätten sie gezwungen, das zu sagen. Da sagte ich ihr, du tust einfach, was die Polizei sagt und ich muss wegen nichts für 7 Jahre ins Gefängnis. Glaubst du, dass dein türkischer Freund bei dieser Sache unschuldig war? Natürlich. Wenn ich etwas anderes wüsste, würde ich es sagen. Glauben Sie, es macht mir Spaß, hier eingesperrt zu sein? Ich sage die Wahrheit. Die Wahrheit ist, es gab keinen Menschenhandel. Ich wollte nur meiner Freundin helfen. Sie hat mich selbst gebeten, mit mir kommen zu dürfen. Aber sie ist nie in dieser verdammten Türkei angekommen. Niemand hat sie gezwungen, mitzukommen. Niemand hat sie geschlagen. Sie hat mich angepflegt, sie mitzunehmen. Wie es wirklich war, wird man wohl nie erfahren. Es kann sein, dass Antonina von einem türkischen Menschenhändler benutzt wurde, um ihm ein Mädchen zu beschaffen. Möglich, dass die beiden Mädchen schon vorher wussten, dass sie in der Türkei als Prostituierte arbeiten würden. Dann lief die Sache schief und die Freundin wollte ihre Haut retten, indem sie Antonina belastete. Was soll man glauben in diesem Land, in dem man nicht einmal der Justiz vertrauen kann? Nur eines ist sicher,
Antonina war von Menschenhändlern nach Dubai verschleppt worden und wird nun 7 Jahre im Gefängnis sitzen. Aber wo sind die Drahtzieher dieser dramatischen Geschichten? Wo sind die großen Fische? Der Busbahnhof Nord von Chișinău. Jeden Tag fahren hier Busse ab, nach Moskau, Odessa oder nach Westeuropa. Einige der Männer und Frauen, die von hier abfahren, mussten bestimmt ihre Kinder zu Hause zurücklassen. Man schätzt, dass in Moldawien 50% aller Kinder mindestens einen Elternteil im Ausland haben. Wir besuchen das Zentrum des Vereins Salvați Copii, rettet die Kinder. Einige der Kinder wurden hier weggegeben, weil ihre Familie zu arm war. Andere sind allein zurückgeblieben, weil die Eltern ins Ausland gegangen sind. Wenn ich groß bin, möchte ich eine Mama, einen Papa und eine Oma haben. Wollt ihr später Kinder haben? Ja. Und einen Mann? Ja, aber einen guten Mann. Einen, der nicht trinkt und nicht raucht. Und der nett zu uns ist und uns nicht schlägt. Und der arbeitet und Geld verdient. Dollars. Wollt ihr später mal im Ausland arbeiten? In Russland oder anderswo? Ich möchte nach Frankreich. Mein Vater war auch dort. Ich möchte nach Italien, denn dort ist die Schwester meiner Mutter. Und ich will nach Russland, denn meine Mutter ist dort. Und ich nach Moskau. Mein Vater ist in Moskau. Und in die Türkei. Welche Zukunft haben diese Kinder, die von Anfang an gelernt haben, dass man am besten ins Ausland geht? Sind sie nicht die beste Beute für die Menschenhändler, für die Netzwerke der Prostitution oder für Organisationen, die Kinder zum Betteln zwingen? Laut Mariana, der Leiterin der Hilfsorganisation Rettet die Kinder, sind diese Netzwerke wahre Industriezweige. Der Zweig des organisierten Bettelns hat seine Zielgruppe geändert. Ich glaube, dass diese Organisationen jetzt bessere, lukrativere Märkte suchen. Es kommt nicht von ungefähr, dass moldawische Kinder zum Betteln nach Russland geschickt werden oder nach Odessa in der Ukraine. Wahrscheinlich bekommen sie dort mehr Geld, wenn sie auf der Straße sitzen und betteln. Damit die Leute möglichst viel Geld einnehmen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man gibt ihnen zum Beispiel ganz kleine Babys, die sie im Arm halten müssen, wie eine Puppe. Oder es kommt vor, dass Kindern oder Erwachsenen Verletzungen zugefügt werden, damit die Leute Mitleid mit ihnen haben. Das Ganze ist ein Teufelskreis. Die Kinder sagen sich, ich bin allein, ich habe keine Eltern, die auf mich aufpassen. Ich weiß nicht, wie ich meine Probleme alleine lösen soll. Warum soll ich also nicht weggehen, um Geld zu verdienen? Und so landen viele in der Prostitution. Sie wissen nicht mehr, wie sie da rauskommen sollen. Dann bekommen sie ein Kind und für das Kind ist die gleiche Geschichte schon vorprogrammiert. Und ich befürchte, dass die Lage noch schlimmer wird. Ich mag eigentlich keinen Pessimismus, aber in diesem Fall muss ich pessimistisch sein. Mihai ist 15. Er hat seine Kindheit bettelnd und stehlend auf der Straße verbracht, weil er dazu gezwungen wurde. Seit 2 Jahren hat er nun ein Zuhause gefunden. Bei seiner Tante und seinem Onkel. Einige Monate nach Mihais Geburt hat seine Mutter, die damals noch sehr jung war, sich in einen Mann verliebt. Doch der begann irgendwann sie zu schlagen. Mihais Tante erzählt, die Mutter hätte ihr Kind nach Polen verkauft.
Warum wissen Sie, dass Mihai verkauft wurde? Warum ich das weiß? Eine meiner Schwestern hat es mir erzählt. Wie kann eine Mutter ihr Kind verkaufen? Da war wohl ein anderer Zigeuner, ein Freund ihres Geliebten. Der hat Mihai mitgenommen. Für 50 Dollar pro Monat. Sie hat 50 Dollar pro Monat bekommen für die Arbeit, die er gemacht hat. So viel ich weiß, war er 6 Jahre lang in Polen. Er war noch nicht einmal 6 Jahre alt, als sie ihn mitgenommen haben. Dort musste er im Rollstuhl sitzen und betteln. Er hat mir erzählt, dass sie ihm gesagt haben, er dürfe seine Beine nicht bewegen. Er musste so tun, als sei er gelähmt. Über seine Zeit in Polen möchte Mihai nicht reden. Er schämt sich dafür. Aber er erzählt uns, wie es danach für ihn weitergegangen ist. Nach ein paar Jahren kam er aus Polen zurück nach Moldawien, zu seiner Mutter und seinem Stiefvater. Dieser hat die Familie nach Moskau gebracht. Ich erinnere mich noch genau an Moskau. Nachts hat er meine Mutter geschlagen. Die ist immer wieder abgehauen. Dann habe ich alles abgekriegt. Er hat mich übel zugerichtet. Er hat mir die Hände gebrochen. Er hat mir mit einem Messer auf den Kopf geschlagen. Er hat mir den Kiefer gebrochen, sodass ich den Mund nicht mehr aufmachen konnte. Und wie war das da draußen auf der Straße? Musstest du betteln? Er hat mich gezwungen zu stehlen. Als wir noch in Moldawien waren, hat er mich gezwungen, mich mit anderen Kindern meines Alters zu schlagen. In einer Art Bar oder Casino, wo die Leute zuschauten. Ich möchte meine Mutter und meinen Stiefvater nie mehr sehen. Hat er dich in Moskau gezwungen, betteln zu gehen? Nein, das musste meine Mutter tun. Er hat mir andere Arbeiten übertragen, die noch schlimmer oder schwerer waren. Und wenn ich etwas nicht so gemacht habe, wie er es wollte, hat er mich geschlagen, immer und immer wieder. Manchmal musste ich im Winter draußen im Heu schlafen. Irgendwann bin ich abgehauen. Ich konnte so nicht mehr weiterleben. Nach seiner Flucht kam Mihai in ein Heim für Straßenkinder in Moskau. Von dort wurde er nach Moldawien gebracht, in die Obhut der Kinderhilfsorganisation Terdesom. Schließlich wurden seine Tante und sein Onkel gefunden, die nun das Sorgerecht für ihn haben. Mihais Mutter und Stiefvater sind wahrscheinlich noch in Moskau. Ich habe keine Pläne für die Zukunft. Ich lebe in den Tag hinein. Ich weiß nicht, was morgen sein wird. Man kann davon träumen, sich ein Haus zu kaufen oder ein Auto, aber man kann morgen auch schon sterben. Vreau să știi că mi-e dor și te păstrez mereu alături lângă mine și în sufletul meu. Seit einigen Monaten gibt es in Moldawien ein Präventionsprogramm für gefährdete Personen, um zu verhindern, dass diese in die Fänge der Menschenhändler gelangen. Wir fahren noch einmal in das Dorf von Lucia, der Sozialarbeiterin. Gerade heute Morgen hat sie eine Mitarbeiterin der Internationalen Organisation für Migration um Hilfe gebeten. Lucia sucht Schutz für diese Familie, die sie für gefährdet hält. Valentina muss sich um 2 Kinder kümmern, das eine davon ist ihr Enkel. Die Mutter ist nach Moskau gegangen, als der Kleine 3 Monate alt war. Niemand weiß genau, was sie dort macht. Valentina hat kein Einkommen, mit dem sie die Kinder versorgen kann.
Ich habe schon daran gedacht, mich umzubringen. Ich wusste keinen anderen Ausweg mehr. Aber was wird aus den Kindern, wenn ich nicht mehr da bin? Und dass ich erst die Kinder umbringe und dann mich? Das konnte ich nicht. Das machen nur Kriminelle. Wem hätte ich die Kinder anvertrauen können? Ich habe doch niemanden. Valentina ist schwer krank. Sie hat wahrscheinlich Krebs. Was wird aus den Kindern, wenn sich ihr Zustand verschlechtert? Dann besteht die Gefahr, dass sie den Menschenhändlern ins Netz gehen, meint Lucia. Die Familie wird nach Chișinău gebracht werden, ins Zentrum der Internationalen Organisation für Migration. Die nächsten zwei Wochen werden Valentina und die Kinder auf jeden Fall dort bleiben können. So lange, bis Valentinas Untersuchungen abgeschlossen sind und klar ist, wie es mit ihr weitergehen wird. Die Gefahr für die Kinder scheint gebannt. Zumindest für den Moment.